Hello, und zwar, heute ist Samstag, heute ist wieder Shooting-Tag, aber wie ihr sehen könnt, ich bin in der Werkstatt, was ja nicht schwer zu erraten ist, weil eigentlich alle Videos mit ich fahre in die Werkstatt oder sonst irgendwas zu tun haben. Diesmal wollte ich es eigentlich nicht machen, weil das Shooting wird nicht hier stattfinden, sondern in einer Burg oder in einem Burgfried. Da oben so, also windgeschützt, nicht unbedingt warm dort, aber windgeschützt. Ja, aber die Dame und ihr Freund sind doch etwas autobegeistert und habe ich gesagt, wenn sie wollen können, zeige ich ihnen den Golf mal wirklich live und so wie er jetzt halt da ist, bevor er dann heute Mittag auseinandergebaut wird und für den Lackierer vorbereitet wird. That little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody. Genau. Ich stehe dieses Jahr für Borbet Felgen. Ja, Borbet. Stehe ich auf der Retro Classics. Da könnt ihr den Golf auch sehen. Bis dahin ist er fertig. Ja, es wird nicht viel gemacht, sondern einfach einmal die Klarlackschicht angeschliffen und nochmal Klarlack aufgetragen. Die Carbon-Teile werden alle nochmal runtergeschliffen und eben lackiert. Das Problem ist beim Carbon nach so vielen Jahren, und das ist jetzt schon eine Weile drauf, setzt sich das alles und du kriegst so eine Struktur rein. An den vorderen und hinteren Stoßstangen ist es nicht so schlimm, aber an den verbreiterten finde ich es schon ziemlich böse. Ja, aber nichtsdestotrotz, es soll heute gar nicht um den Golf gehen, sondern nachher ums Shooting. Es wird lustig.
bitch like that. Bring so, Shooting ist vorbei. Mega cool. Mega. Wir haben mega Bilder hingekriegt. Junger Vater. Irgendwas um die 500 habe ich auf jeden Fall gemacht. Also ich bin echt froh über dieses Shooting. Das war wirklich, wirklich toll. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. In dem Video seht ihr ein bisschen was und mega. Also ich kann nur sagen, war cool, Spaß gemacht und ich bin gespannt, was ihr zu den Bildern sagt, wenn sie fertig sind. Und was ich als erstes machen muss jetzt, meine Bull-Sammlung abgeben.